Hallo und herzlich willkommen bei Energiewirtschaft einfach, der Online-Akademie für die Energiebranche. Mein Name ist Carsten Eckert und heute soll es mal um den Marktaufbau in der Energiewirtschaft gehen. Nach über 160 Videos auf diesem Kanal ist mir nämlich aufgefallen, ich habe den konkreten Marktaufbau der Energiewirtschaft noch nie so richtig dargestellt und das soll heute mal Thema sein. Wir haben das vor ein paar Tagen schon mal auf unserem Blog erklärt, aber das ist halt eine Textform und jetzt wollen wir das mal ein bisschen mit einer Tonerklärung machen. Vielleicht ist das ja auch hilfreich für einige von euch. Wir werden noch eine etwas längere Variante wahrscheinlich auf unseren Podcast-Kanal hochladen, Energiekram bei Spotify, iTunes, Google Podcasts und dem RSS-Feed bei uns selbst. Könnt ihr das also entsprechend auch noch abonnieren, wenn ihr lieber Lust auf einen Audio-Podcast habt, wo ich noch ein bisschen mehr Hintergründe erklären kann. Jetzt soll es aber mal losgehen. Wie ist der Markt der Energiewirtschaft ganz konkret aufgebaut? Wir beginnen natürlich mit den Erzeugungsanlagen, mit den Erzeugern, die hier den Strom in ihren Kraftwerken oder in ihren erneuerbaren Energienerzeugungsanlagen erzeugen und praktisch dem Stromnetz zur Verfügung stellen. Im Gasbereich ist es ja ein bisschen anders. Dort importieren wir das Erdgas im Regelfall und speisen das dann in das Gasnetz natürlich ein. Zurück zum Strom. Der Kraftwerksbetreiber ist jetzt also erstmal nichts anderes als ein Unternehmen, was eben genau ein klassisches fossiles Kraftwerk betreibt oder einen Windpark oder einen Solarpark oder auch eine Biogasanlage bei einem Landwirt. Das heißt, im Prinzip ist jeder, der so eine Anlage betreibt und in das öffentliche Netz einspeist, ein Erzeuger. Das heißt, im Großen und Ganzen, wenn ich ein Eigenheim habe mit einer Photovoltaikanlage auf dem Dach und ich erzeuge so viel Strom, dass ich den auch einspeise in das Netz, dann bin ich im Prinzip ein Erzeugungsunternehmen im Rahmen der Energiewirtschaft und im Rahmen des Energiemarktes. Aber im Regelfall reden wir natürlich von den großen Kraftwerksbetreibern und Windpark- und Photovoltaikparkbetreibern. Die war natürlich ganz ursprünglich auch das Unternehmen, was die Energiewirtschaft praktisch aufgebaut hat, weil man hat mal ein Kraftwerk gebaut, dann hat man die Leitungen nach draußen gebaut und hat man Leute halt versorgt. Im Rahmen der Marktliberalisierung, der sogenannten Unbundlings, dazu haben wir auch eigene Videos, ist das dann ja aufgetrennt worden, sodass ja dieser klassische Monopolmarkt ein bisschen gelöst wird und wir Wettbewerb schaffen können. Unter anderem einen Wettbewerb von Erzeugern. Schlussendlich gilt es ja, wer den günstigsten Strom erzeugen kann, der wird den wahrscheinlich auch loskriegen. Oder wer zu den Momenten mit dem höchsten Bedarf Strom überhaupt erzeugen kann, der wird den loskriegen. Teure Anlagen und unflexible Anlagen haben heutzutage eher Pech. Kommen wir mal zu den nächsten, denn der Erzeuger, der speist ja ein in das Stromnetz. Und da reden wir an erster Stelle immer mal vom Verteilnetz. Das Verteilnetz ist da nun tatsächlich der größte Teil des deutschen Stromnetzes, denn wir haben überall unterirdisch Stromleitungen, natürlich die bis zu unserem Hausanschluss gehen. Beziehungsweise ja sogar noch darüber hinaus bis zu unseren Stromzählern und ja schlussendlich auch bis zur Steckdose. Aber die Zuständigkeit des Verteilnetzbetreibers geht halt erstmal bis zum Hausanschluss bzw. bis zum Stromzähler. Der ist also dafür verantwortlich, die Leitungen vor Ort zu bauen, instand zu halten und dann eben dort auch immer genügend Strom drin zu haben. So viel wie gebraucht wird, soll ja auch eingespeist werden. Das heißt, wenn ich jetzt also ein Haus baue, dann muss das dort angeschlossen werden. Wenn ich eine Erzeugungsanlage mir aufs Dach packe oder ein Blockheizkraftwerk oder eine Windkraftanlage in den Garten stelle, dann muss das natürlich angeschlossen werden an das Verteilnetz. Das sind eben die Regionalnetze, die Lokalnetze, die vor Ort stattfinden. Wenn ihr ein Stadtwerk vor Ort habt, dann kann es also sehr gut sein, dass diese verschiedenen Aufgaben trotzdem noch von einem Unternehmen abgebildet werden, aber mit getrennten Abteilungen, getrennten Systemen, getrennten wirtschaftlichen Betrachtungen. Das findet ihr im Video zum Unbundling ja genauer nochmal erklärt. Der Netzbetreiber hat so an sich aber erstmal kein anderes Interesse, als eben den Strom fließen zu lassen und sich darum zu kümmern, die Aufsicht zu haben, welcher Erzeuger nun also welche Energiemengen eingespeist hat und welcher Versorger welche Energiemengen an die Kunden weiterleitet. Der hat die Aufsicht darüber und dort gewissermaßen auch das letzte Wort. Apropos Erzeuger, das sind ja nun die Unternehmen, die am Ende nichts anderes machen, als einen Versorgungstarif anzubieten und damit Endkunden eine Rechnung schreiben zu dürfen über den verbrauchten Strom, über das verbrauchte Gas. Das ist natürlich eigentlich auch ein klassisches Energieversorgungsunternehmen mit einer gewissen Größe, Stadtwerk oder großer Energiekonzern oder regionales Energieunternehmen, klar, aber theoretisch betrachtet könnte jeder natürlich ein Energieversorgungsunternehmen sein, auch ich, auch ihr.
Und das merkt man natürlich dann, wenn man betrachtet, es gibt so 1300 Stromversorger in Deutschland. Die meisten sind ja irgendwelche Discounting-Unternehmen oder halt auch irgendwelche anderen Marken wie, ich sage jetzt mal, Lidl Energie, Tchibo Energie, Deutsche Bahn Energie und so weiter, die entweder das Ganze nur nebenbei machen, weil sie eine starke Marke haben und es praktisch als White-Label-Dienstleistung sich die Energieversorgung einkaufen, die das also im Hintergrund machen lassen und eigentlich nur die Markenkraft mitgeben, oder die halt irgendwelche anderen Aufgaben erledigt haben und es nebenbei auch noch die Energieversorgung mit übernehmen könnten, weil sie sich sowieso damit beschäftigt haben. Aber faktisch betrachtet muss ein Energieversorger eigentlich kein wirklich existierendes Unternehmen sein, sondern ist erstmal nur eine Marke mit Versorgungstarifen und schlussendlich der Abrechnung von Endkunden. Wie funktioniert das jetzt? Der Erzeuger von vorhin, der verkauft praktisch seine Energiemengen direkt an ein Versorgungsunternehmen oder halt auch direkt an Endkunden, an Industriekunden, geht ja auch, oder er verkauft es an die Börse. Und der Versorger, der kauft das dann wieder ein. Der kauft das von der Börse, der kauft das entweder auch direkt von den Erzeugern oder eben hat das in seinem eigenen Unternehmen, weil ein Stadtwerk im Zweifel ja trotzdem eigene Anlagen hat und auch als Versorger auftritt. Das heißt, es kann komplett geteilt sein, dass das wirklich voneinander komplett wirtschaftlich unabhängige Unternehmen sind. Ab einer gewissen Größe ist es auch verpflichtend. Aber bei den kleineren Stadtwerken ist es sehr gut möglich, dass das Ganze immer noch von derselben Holding, von demselben Gesamtkonzern praktisch gemacht wird vor Ort. Der Versorger kann natürlich nur insoweit auch eine Rechnung stellen, wenn er weiß, wie viel Energie der Kunde verbraucht hat. Und darum kümmert sich eben der Messstellenbetreiber. Und der Messstellenbetreiber macht nichts anderes, als den Stromzähler, den Gaszähler einzubauen, zu bewirtschaften und am Ende dann auch mal auslesen zu lassen. In Zukunft, im Rahmen des Smart Metering, gibt es dann noch den Smart Meter Gateway Administrator, der sich darum kümmert, dass die Daten aus den intelligenten Stromzählern dann auch automatisch ausgelesen werden können und weiterverarbeitet werden können. Klar, aber klassischerweise ist das der Messstellenbetreiber, der diesen dicken schwarzen Kasten, den Ferrari-Zähler, in den Keller einbaut und dann eben alle paar Jahre mal wieder prüft und schlussendlich auch jedes Jahr einmal ablesen lässt. In der Vergangenheit war das im Regelfall auch immer der Verteilnetzbetreiber. Verteilnetzbetreiber ist gleich Messstellenbetreiber in der Vergangenheit. Jetzt im Rahmen des Smart Metering wird es immer üblicher, dass das unabhängige Unternehmen, Dienstleister oder Versorgungsunternehmen werden, die nebenbei auch noch als Messstellenbetreiber wettbewerblich auftreten. Wir kommen noch zum Thema Bilanzkreisverantwortlicher. Das ist immer, fast immer, ist gleich das Energieversorgungsunternehmen oder ein Dienstleister, der vom Versorger beauftragt wird. Der Bilanzkreisverantwortliche ist nämlich derjenige, der sich darum kümmert, dass die Energiemengen immer korrekt zugeordnet sind und immer genauso viel Energie eingekauft wird, wie eben auch an die Kunden verkauft wird. Das heißt, es muss genauso viel Energie immer besorgt werden, wie man dann am Ende auch an die Kunden liefert. Und das hat natürlich den Hintergrund, dass man im Stromnetz immer einen Ausgleich haben möchte. Wir müssen immer genau so viel einspeisen, wie wir verbrauchen. Und das Versorgungsunternehmen ist nun zuständig, dafür zu sorgen, zu wissen, wie viel die Kunden verbrauchen, über Lastprofile und Jahresverbrauchsprognosen und so weiter. Und dann eben auch genauso viel einzukaufen an der Börse oder über direkte Verträge. Und das machen sie in ihrer Rolle des Bilanzkreisverantwortlichen. Das ist im Regelfall immer der Versorger oder halt ein outgesourcter Dienstleister. Die nächste Stufe, die wir uns noch betrachten müssen, ist der Übertragungsnetzbetreiber. Wir haben ja vorhin schon mal den Verteilnetzbetreiber betrachtet. Das ist der vor Ort mit den Leitungen bis zu unserem Hausanschluss. Der Übertragungsnetzbetreiber, der überträgt über größere Distanzen, ist praktisch der Transportnetzbetreiber, der also über hunderte Kilometer hinweg teilweise die Energiemengen fließen lassen kann und hier im Großen und Ganzen auch eine Aufsichtsaufgabe schlussendlich natürlich mit übernimmt. Er baut natürlich die großen Stromnetze, aber er kann auch in viel größerer Manier, nämlich über seine gesamte Regelzone, so nennt sich das Gebiet, beobachten, wie viel Energie hier gerade eingespeist ist, wie viel verbraucht wird, und damit das möglichst im Gleichgewicht ist, dort kommt dann zum Beispiel die Abfrage der Regelenergie, was wir ja auch in einem anderen Video nochmal genauer erklärt haben. Der Übertragungsnetzbetreiber ist gleich Bilanzkoordinator. Das sind insgesamt vier Unternehmen: 50 Hertz, Amprion, TenneT und Transnet BW, die in Personalunion Übertragungsnetzbetreiber und Bilanzkoordinator sind. Der Bilanzkoordinator hat hier die Gesamtaufsicht über alle Bilanzkreisverantwortlichen und guckt eben schlussendlich, dass wirklich die richtige Menge Energie in ganz Deutschland oder eben in der Regelzone, also ein Viertel von Deutschland, eingespeist und verbraucht wird. Dass hier wirklich immer die richtige Menge an Strom reinfließt, wie sie auch rausfließt, damit wir eine Stabilität der Versorgungssicherheit gewährleisten können. Da gibt es jede Menge weitere Prozesse da herum. Das machen wir in separaten Videos. Ein bisschen davon erzählen wir ja auch in unseren Videos rund um den Bilanzkreis und die Strombilanzierung.
Schlussendlich kann man noch sagen, die stehen natürlich alle miteinander in Verbindung und es gibt auch nochmal separate Energiehändler und es gibt nochmal die Aufsicht durch die Bundesnetzagentur, die natürlich hier auch prüft, dass alles ordentlich abläuft. Aber man kann schlussendlich sagen, dass diese Teilnehmer hier auszugsweise die wichtigsten sind im Rahmen des Energiemarktes. Ja, die Erzeuger speisen ein, die Netzbetreiber kümmern sich darum, dass alles irgendwo langfließen kann, die Versorger haben den Tarif für den Endkunden, der das Ganze abnimmt, der Messstellenbetreiber liest ab und meldet, wie viel verbraucht wurde, damit auch die Rechnung geschrieben werden kann. Der Bilanzkreisverantwortliche muss dafür sorgen, dass die richtige Menge Energie eingekauft und verkauft wird oder beliefert wird. Und die ganzen stehen natürlich miteinander in Verbindung. Und das ist tatsächlich die deutsche Energiewirtschaft im Großen und Ganzen. Habt ihr Fragen dazu? Schreibt ihr unten in die Kommentare. Und ansonsten, wie immer, like das Video, abonniert den Kanal und bis zum nächsten Mal hier bei Energiewirtschaft einfach, der Online-Akademie für die Energiebranche. Mein Name ist Carsten Eckert.